Herzlich willkommen zum neuen Short Review Podcast mit Sascha. 40 Jahre, ganz schön lange Zeit. So lange gibt es nun die drei Fragezeichen Hörspiele. Es war 1979, als das erste Hörspiel erschien. Das war der Super Papagei. Und jetzt, man kann jetzt sagen, im August 2019 ist Folge 200 erschienen, das feurige Auge. Oder nur feuriges Auge. Wahnsinn. Eigentlich muss ich sagen, danke Heike Dine Körting, dass du damals diese Bücherreihe entdeckt hast und entschlossen hast, daraus Hörspiele zu machen. Aber auch den drei Hauptsprechern, Oliver Rohrbeck, Jens Wawrycek und Andreas Fröhlich, verdienen meinen Dank bzw. Gratulation an euch, dass ihr so lange bereits Justus, Peter und Bob seid. Danke nochmal. Ja, ihr habt mich ja auch mich begleitet von Anfang an. Eigentlich habe ich gedacht, für diesen Podcast überlege ich mir, wann habe ich angefangen? Mal oder überhaupt mit den drei Fragezeichen Hörspielen. Und es fiel mir gar nicht so einfach, diesen Punkt zu finden. Ich war jung, also es ist wirklich zwischen 80 und 83 gewesen. Und meine erste Kassette, an die ich mich erinnere, also wirklich Kassette, nicht CD, war das Gespensterschloss. Ich habe das damals im Dunkeln gehört und ich muss sagen, ich habe mich echt gegruselt. Heute wahrscheinlich für viele nicht das gleiche Gefühl, aber damals, das war wow. Und seitdem bin ich Fan gewesen und habe bis heute jede Kassette genossen oder jedes Drei-Fragezeichen-Hörspiel. Und ich muss sagen, damals, wenn man es überlegt, wie waren eure Anfänge? Also ich meine, es ist irgendwie immer seltsam. Wie kommt man dazu, eine Serie oder eine Reihe zu hören? Und die drei Fragezeichen, wenn ich überlege, was hat mich daran fasziniert? Ich glaube, es war diese Spannung. Ich stand schon immer auf Krimis und spannende Abenteuer und genau das war das. Man konnte sich, damals war ich ja in so einem Alter wie Justus, Peter und Bob, reinversetzen in diese Geschichten und hab dann gefühlt, was da abging, wie sie ermittelt haben. Und ja, ich habe die Reihenfolge der Abenteuer ein bisschen durcheinander erlebt. Das heißt, ich habe die ersten 31 Hörspiele, sage ich mal, nicht so, dass man jetzt, man hat immer irgendwo das gegriffen, was man gerade hatte oder was der Kumpel hatte. Das hat man sich dann ausgeliehen und gehört. Oder ich muss auch sagen, meine Mutter hat damals aus der Stadtbücherei dann diese Hörspiele ausgeliehen. Und so habe ich dann diese spannenden Abenteuer miterlebt. Es ist natürlich immer sehr interessant herauszufinden, wie das wirklich damals war. Und es war ja noch ein bisschen geheimnisvoller. Man wusste auch gar nicht, wer die Sprecher sind. Heute sind sie auf Tour gegangen. Wir haben Fotos gemacht. Sie sind auf einer DVD von der Live-Tour mit dieser Show zu sehen. Aber es war damals wirklich so was Geheimnisvolles. Du wusstest nicht, wer sie sind. Du kanntest nur die Stimmen. Man hatte sich auch noch gar nicht so viel Gedanken gemacht, dass es auch Synchronsprecher waren. Also zum Beispiel, dass Oliver Rohrbeck, auch Grisou, der kleine Drache, war eine Zeichentrickserie, die ich selbst damals geguckt habe. Also das hat man natürlich so nicht so mitbekommen, während man heute sich sehr viel mehr Gedanken macht und mal guckt, oh, der Sprecher ist dabei und dieser Sprecher und den habe ich doch schon mal da gehört. Oder jetzt eben halt, weil meist die drei Fragezeichen-Sprecher, Justus oder beziehungsweise, ich sage jetzt mal Justus, weil wir bei drei Fragezeichen sind, Oliver Rohrbeck, der ja Ben Stiller spricht oder eben der Spencinator Spence aus King of Queens, den Jens Wawrycek spricht. Dann haben wir ja Andreas Fröhlich, der ist Edward Norton oder eben halt auch Gollum bei Herr der Ringe. Es ist schon sehr spannend, das heute zu wissen, aber damals war das nicht der Fall. Ich meine, ich muss sagen, wenn ich jetzt so spontan dran denke, Oliver Rohrbeck kannte ich auch als Julian von den fünf Freunden. Denn parallel lief ja gerade diese englische Realserie der fünf Freunde und da hat er synchronisiert. Und er sprach dann eben halt Julian. Und das gleiche Team hat damals auch denn die ersten, ich glaube, 20 Fünf-Freunde-Hörspiele aufgenommen. Und die habe ich auch parallel gehört. Und das war, ja, 80er Jahre war Fernsehen nicht so wie heute, dass man einschaltet und mal kurz die Streaming-Dienste und auch wie viele Serien habe ich, dass ich schon keinen Überblick mehr habe. Damals war es ein bisschen anders. Es lief
Jugend- oder Kinderprogramm nicht so häufig. Und da hat man doch dann eher zu Hörspielen gegriffen. Und man hat natürlich dann sich Gedanken gemacht und oder man hat in dieser Fantasie dieser Geschichten dann auch gelebt. Gut, manche haben natürlich dann auch gesagt, ich lese die drei Fragezeichen Bücher parallel oder überhaupt und bin dadurch eingestiegen. Aber ich muss ganz ehrlich zugeben, vor 1990, als ich in meine Ausbildung kam und gerade mal so 16 war, habe ich selten Bücher gelesen. Ich habe, glaube ich, mein erster Roman, ich gebe es jetzt hier ehrlich zu, war der Filmroman Star Wars: Das Imperium schlägt zurück. Später, ich sag mal so ab 16, wenn ich dann in die Berufsschule gehen musste und meine Ausbildung machte, da habe ich dann ja, brauchte ich für die Bahnfahrt immer irgendwie Unterhaltung. Da habe ich dann angefangen, Bücher zu lesen und da auch diese Welt miterkannt. Aber zurück zu den drei Fragezeichen. Ich habe da wirklich nicht so oft die Bücher gelesen und das war nicht, ja, was heißt nicht gelesen? Ne? Ich hätte sie gern gelesen und ich habe es, glaube ich, auch versucht, aber ja, irgendwie, ich war keine Leseratte. Mir reichte eine Mickey Maus, mal so ein paar Comicbilder. Andererseits hat mich dieses Detektivspiel der drei Fragezeichen auch fasziniert. Und eines der ersten Geschenke, die mir meine Großeltern gemacht haben, ich kann mich noch daran erinnern, auch wenn ich nicht mehr so viel davon habe, und ich glaube fast gar nichts mehr, war ein Detektivkasten von den drei Fragezeichen. Damals hat der Kosmos Verlag rausgebracht. Und ich glaube, ich habe die Fahndungsbilder heute noch, dass ich da jemanden fahnden kann nach. Also es war sehr interessant, eben halt, das ist dieses Merchandise, was heute ja wirklich in der Masse erhältlich ist. Also ich staune selbst, was da alles existiert. Aber damals gab es dann diesen ersten drei Fragezeichen, ja, Kasten, um Detektiv zu sein. Und das hat mich immer schon fasziniert. Detektiv sein, Agenten, Abenteurer. Deswegen habe ich auch das Yps-Heft. Vielleicht kennen es viele noch von euch. Es gibt mittlerweile eine Neuauflage. Aber das ist nicht ganz so zu vergleichen. Das Yps-Heft in den 80er Jahren hatte wesentlich mehr Gimmicks und hatte auch sich spezialisiert, eben halt, dass man ein bisschen damit spielt. Das heißt, gerade Agenten, Detektive war gern gesehen. Da hat man dann Ausweise gehabt oder so kleine, ja, Specials, wo eine kleine Pistole eingebaut hat, wie so ein kleines Buch. War sehr interessant und lustig. Aber gut, Yps-Heft ist vielleicht nochmal ein anderes Thema, worum man sich hier ja, ein bisschen auslassen könnte. Drei Fragezeichen, wie gesagt, hat mich fasziniert, dieses Spielen, Detektiv sein. Und es gab damals ein Buch, das habe ich im Gegensatz zu einem Roman gelesen, das war Drei Fragezeichen verraten ihre Tipps und Tricks. Gibt, glaube ich, auch eine Neuauflage, aber genau das Buch hat mich damals fasziniert. Wie verfolge ich richtig? Wie lese ich Spuren, Geheimcodes? Das war faszinierend und irgendwie eine lustige Sache. Ja. So verbinde ich die drei Fragezeichen. So bin ich damit groß geworden. Dann hat man sie natürlich immer weiter verfolgt und gehört. Ja, und als Erwachsener ist man dann natürlich auch zu den Live-Hörspielen gegangen. Und ich muss sagen, ich bin echt geflasht gewesen, dass ich das erste Live-Hörspiel in Hamburg in der, ja, jetzt Colorline Arena und der Super Papagei war ja der Titel, beziehungsweise war nicht das erste. Master of Chess habe ich leider verpasst. Ich bin wirklich erst zu diesem größeren gegangen. Also in dem Sinne ja zum zweiten, der Super Papagei. Da war ich wirklich geflasht. Ich saß im Rang und dann, es war voll. Es waren 12.000 Leute da. Da träumen manche Musiker oder Musiker von. Musiker. Und ja, dann trommelten alle mit den Beinen. Das war wie ein Erdbeben in der Halle. Und das für Hörspielsprecher oder überhaupt für ein Hörspiel. Wahnsinn. Aber ihr kennt es ja, die drei Fragezeichen haben seitdem wirklich Höhenflüge, weitere Tours. Gab den seltsamen Wecker, Phonophobia. Hier jetzt 2019 oder Ende 2019 ist auch ein neues, der schwarze Taipan angekündigt. Stopp, Sascha. Was erzählst du da für einen Quatsch? Das heißt doch, die drei Fragezeichen und der dunkle Taipan. Und die Tour beginnt am 25. Oktober 2019 in Berlin und dann gibt es auch in Hamburg, wo du selbstverständlich dann da sein wirst, eine Vorstellung. So, und jetzt zurück zum Podcast. Wahnsinnig interessant, was sich da entwickelt hat. Die Planetariumshörspiele kann ich auch nur empfehlen. Wahnsinnig beeindruckend. Ja, und das
ist eben die Welt der drei Fragezeichen. Und wenn ich jetzt hier gerade, wo ich ja den Podcast aufnehme, nämlich schaue, die Edition von der Folge 200 in der Hand halte, feuriges Auge, ist das schon fast unfassbar, wenn man sich überlegt, 200 Episoden auf 40 Jahre sind durchschnittlich 5 Abenteuer im Jahr. Das ist schon eine ganze Menge. Es klingt immer so wenig, aber es ist wirklich sehr viel. Und dann ist es natürlich auch noch sehr spannend, dass das feurige Auge Bezug nimmt auf einen alten Klassiker, und zwar der Fluch des Rubins. Ich möchte jetzt hier aber gar nicht über den Inhalt von feuriges Auge eingehen. Da habe ich zu einem Review gebracht, den lest ihr auf www.shortreview.de. Da bin ich auch sehr ausführlich. Und ich habe da auch diese Special Edition. Es gibt da zwei Editionen: einmal im Jewel Case und einmal so eine Special Edition. Ja, was ist das? Ein Papp-Booklet-Buch. Da kann man schlecht, ich komme gerade wahrscheinlich nicht. Pappschuber-artiges mit bedruckten CDs. Einfach Wahnsinn, was da ist. Ich habe ein schönes Foto gemacht da auf der Seite. Und schaut euch das ruhig gerne mal an. Erneut muss ich dazwischen grätschen, lieber Sascha. Die drei Fragezeichen Folge 200 ist einmal im Digipack erschienen und im Jewel Case. Das Digipack ist aber limitiert mit den Picture-CDs. Ich hoffe, du hast es dir jetzt gemerkt. 40 Jahre drei Fragezeichen. Da überlegt man natürlich, 40 Jahre ging an mir ja auch nicht spurlos vor. Ich bin jetzt 45. Das heißt, ich habe die drei Fragezeichen relativ früh kennengelernt und ich bin sehr begeistert, dass ich auch meinen Geschwistern die nahegebracht habe, die jünger sind als ich und sie auch sehr gerne die drei Fragezeichen hören. Und wir jedes Mal, wenn die neue Folge rauskommt, auch darüber reden. Ich meine, ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Redet ihr auch dann darüber? Ich meine, wie hört ihr? Ist ja auch mal so eine interessante Frage. Wenn ich eine drei Fragezeichen-Folge höre, gut, ich muss aufpassen, wenn ich sie im Bett höre, denn ich habe festgestellt, ich schlafe regelmäßig dabei ein. Also versuche ich eben halt eine Bedingung zu schaffen, wo ich nicht einschlafe. Beim ersten Mal hören. Beim zweiten Mal nimmt man das gerne, wenn man mal aufräumt, wenn man am Computer sitzt oder so. Wenn man es nebenbei hören kann, das ist natürlich auch mal sehr spannend. Aber beim ersten Mal hören genieße ich es gerne. Und da mache ich mir im Wohnzimmer die CD dann rein. Am liebsten abends, schöne Decke, kuschel mich ein und mache mir einen heißen Kakao. Und so höre ich dann diese drei Fragezeichen. Ich muss aber zugeben, die jetzige feuriges Auge, 4 CDs, 4 Stunden, das ist ja Wahnsinn. Das ist das längste Abenteuer der drei Fragezeichen überhaupt. War ein paar mehr Kakaos. Aber ja, das war sehr eindrucksvoll, das Ganze zu machen. Und ich meine, jetzt eben halt dieses Hörspiel, 4 Stunden. Ich meine, wer hätte je gedacht, dass man so ein Special. Das hat sich auch immer gesteigert übrigens, dieses Special, wenn man sich überlegt. Das erste Special war die Toteninsel 100. Das waren 3 CDs und es kam als Bonus auch eine DVD raus, die ein bisschen Hintergrund zeigte. Wie zum Beispiel, also die hieß Die drei Fragezeichen und das Museum. Leider auch nicht mehr erhältlich, es sei denn, man findet es auf dem Flohmarkt oder ja, gebraucht kaufen. War so eine 3D, so ein 3D-Abenteuer, wo man eben halt durch ein Museum ging, die ganzen Covers der CDs angucken konnte. Es gab dann ein paar Audioschnipsel aus den CD oder aus den Geschichten, Hintergrund über einige Covermotive, wie die entstanden sind oder alternative Entwürfe. Zwischenzeitlich so ein paar kleine kurze Interviewschnipsel, beziehungsweise zum Ende hin ein größeres Interview, was zum Zeitpunkt eben halt der Entstehung von Folge 100 die Toteninsel entstanden ist. Und da sind auch Fotos gewesen von einigen der Sprechern. Und als Bonus gab es auch einen Bereich, da konnte man in den Keller gehen. Und da saß Holger Mahnlich, also Inspektor Kotter, und hat Auszüge aus 3 Romanen vorgelesen. Also diese DVD lohnt sich wirklich. Ist auch auf www.shortreview.de beschrieben. Also dort könnt ihr das, ja, habe ich ein paar Bilder und auch ein bisschen Inhalt zusammengefasst. Also das war damals schon ein interessantes Special und ja, wenn man es überlegt, dann hat sich das ja normalisiert. Normalisiert will ich nicht sagen. Dann fing ja wirklich Specials an. Es gab
außer der Reihe Sachen wie zum Beispiel die Geisterlampe mit Kurzgeschichten. Was ich sehr innovativ finde, dass diese Kurzgeschichten so mal experimentieren, neue Möglichkeiten bei den drei Fragezeichen bieten, auch so ein bisschen fantastisch sind und ja gut, nicht ganz so ernst genommen werden können oder müssen. Das ist dann so außer der Reihe. Oder der Dreitag, wo es ein bisschen abenteuerlich ging. Dann gab es diese wiedergefundenen Bücher in Amerika, wo zum Beispiel Brainwash dabei war, High Jump oder auch House of Horror. Sascha, 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 lies doch deine Notizen richtig. Es heißt Brainwash, High Strung und House of Horrors. Da ist ein S am Ende. Wie Sascha. Egal, zurück zum Text. House of Horror ist ein Choose Your Fate Buch gewesen. Das heißt, man liest einen Text und dann, ja, Peter überlegt, ob er durch die Tür geht. Dann hast du die Auswahl zwischen A, er geht durch die Tür, oder B, nein, er geht weiter. Und je nachdem entwickelt sich dieses Abenteuer. Diese Choose Your Fate Bücher gab es schon vorher bei den drei Fragezeichen, wurden aber immer als ein Roman umgesetzt. Ich müsste jetzt zwar aber nachgucken, welche das waren. Nur dieses Buch war damals nicht veröffentlicht worden, House of Horror. Einige waren damals in den drei Fragezeichen, oder die drei, besser gesagt, die drei Fragezeichen hatten in Amerika, im Originalland, wo sie herkommen, von Robert Arthur und, oh, den habe ich ganz vergessen, den muss ich auch danken. Robert Arthur, du bist zwar nicht mehr unter uns, aber danke, dass du diese Figuren erfunden hast, weil sie haben die Grundlage gebildet, dass ja, ich Fan sein kann von einer wunderbaren Reihe und sie immer wieder oder jetzt fast alle paar Monate ein neues Abenteuer erleben darf. Zurück zu House of Horror. Dieses Buch und diese anderen beiden, High Jump und Brainwash, waren nicht wirklich veröffentlicht worden mehr in Amerika. Sie waren eingereicht worden von den Autoren, aber da die Umsätze dort in Amerika der Bücher nicht so erfolgreich waren, hat der Verlag Random House sie einfach eingestellt und dann im Archiv aufbewahrt. Während aber in Deutschland die drei Fragezeichen bis heute, ja, Megaseller kann man sagen, wunderbare Bücher sind, die sich immer wieder erweitern, neue Geschichten kommen von deutschen Autoren, die amerikanischen Autoren sind, ja, einfach nicht mehr dabei. Und diese Bücher, diese drei, wurden dann vom deutschen Verlag aufgekauft und in Deutsch herausgebracht. Und in dem Rahmen hat man dann Specials-Hörspiele gemacht, die wirklich sehr interessant sind. Also man kommt zum Beispiel auch ohne einen Erzähler aus, was auch sehr interessant ist, weil es eine andere Art und Weise ist, die drei Fragezeichen anzugehen. Und genau das macht Spaß, wenn man diese verschiedensten Experimente bei den drei Fragezeichen auch erlebt, auch im Hörspielbereich. Da war der drei Fragezeichen-Kalender, wo wirklich in weihnachtenmäßig 24 Tage, 24 Kapitel rauskamen und eine interessante Geschichte ergaben, wo man wirklich mitgefiebert hat. Und diese neuen Möglichkeiten war ja auch, ja, machen eben halt auch aus, dass ein Hörspiel weitergeht und wir diese Hörspielkultur in Deutschland auch beibehalten. Das ist natürlich etwas Schwieriges in der schnelllebigen Zeit gewesen. Man ist immer unterwegs, man hat mit der Arbeit viel zu tun und sich zu Hause hinzusetzen, zu hören, wird immer schwieriger. Aber als dann die MP3-Player kamen, Smartphones, wo man auch hören kann, ist jetzt die Möglichkeit, das Hörbuch, Hörspiel aufs Gerät zu packen und dann unterwegs zu hören. Und das ist es echt, ja, es macht Spaß, obwohl ich mache es nicht gern bei der Autofahrt. Ich kenne Freunde, die fahren auch, hören auch Hörspiele bei der Autofahrt. Ich muss sagen, ich muss aufpassen, dass ich mich dann nicht mehr ganz so... Ich müsste auf, als Beifahrer kein Problem, aber als Fahrer, man ist so schnell in der Geschichte fast drin, dass es gefährlich wird. Aber das nur so nebenbei, also das rate ich keinem. Aber eben halt, wenn man unterwegs mit der Bahn fährt, keine Lust hat, die Tageszeitung zu lesen oder ein Buch oder auch nur kurze Wege, man geht viel zu Fuß, man geht spazieren oder beim Sport, da fand ich... Drei Fragezeichen im Spiel, immer wieder was Schönes. Und es ist ja auch natürlich ein Element, was einen, wenn man so wie ich 45 Jahre ist, in die Vergangenheit blicken lässt. Man lässt zurück, wie war es damals? Mensch, ich erinnere mich, als ich diese Kassette bekommen habe oder erst mal gehört habe. Bei den Älteren, wenn man natürlich die Älteren hört. Neueren sind natürlich auch anders. Es ist, muss ich zugeben, das ganze Nostalgiegefühl, was ich persönlich mit den drei Fragezeichen, also ich schätze die Folgen bis heute und ich bin immer wieder begeistert, auch wenn ich vielleicht mal jetzt als Erwachsener ein bisschen anders kritisch die Folgen angehe und betrachte, vielleicht auch mal die Entwicklung und des Ganzen, vom, wie der Roman entstanden ist. Also ich zeige mehr Verständnis für diese ganze Entwicklung, für die Figuren und Macher da.
anders eben als Kind, da hast du nur dieses Abenteuer. Du weißt zwar, Heike Dina Körting hat diese Hörspiele großartig umgesetzt, also Regie geführt, aber so richtig verstanden habe ich das damals nicht. Und dann habe ich natürlich auch mit den drei Fragezeichen dann, ja, man ist anders eingetaucht. Und wenn ich sie jetzt heute höre, so die ersten 31 bis Riff der Haie, das ist so das, wo ich am stärksten die Verbindung zu habe, weil ich weiß auch nicht wieso, es ist einfach so. Abgesehen eben von Folge 29, 29 ist ja eine Sonderfolge. 29 ist ja, gibt es in zwei Auflagen. Es waren immer Songs und Musikstücke drauf. Folge 29 ist in der neueren Auflage auch die moderneren Songs, während die ältere 29 die damaligen Titelsongs oder Zwischensongs der drei Fragezeichen beinhaltete von Carsten Bohn und gleichzeitig aber auch Soundeffekte. Da war der Schrottplatz und Straßenlärm. Und man sollte sein eigenes Hörspiel machen. Ich habe auch mein eigenes Hörspiel damals gemacht. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wie das hieß. Ich glaube auch irgendwas mit drei Fragezeichen und der Eiffelturm, also der Raub des Eiffelturms. Irgendwie sollte der Eiffelturm geraubt werden. Und ich habe mit einem Kollegen zusammen damals, also aus der Schulzeit, haben wir zusammengesessen mit Kassettenrekordern. Wir haben also in seinem Keller haben wir 5 Kassettenrekorder aufgebaut, haben uns ein paar Geräusche gemacht, hatten ein Drehbuch geschrieben. Auf, ich glaube, mehr als 5 Seiten haben wir nie gehabt. Seine Schwester kam auch damals dazu. Und dann haben wir ein Hörspiel inszeniert, mithilfe der drei Fragezeichen-Geräusche, eigene Geräusche aufgenommen und in unserem komischen Drei-Fragezeichen-Skript, sage ich mal. Und ja, das habe ich leider nicht mehr. Ich habe vor kurzem oder vor einiger Zeit noch mal ein paar diese 5 Seiten gefunden, die ich sehr belustigend heute finde, wenn ich die Texte, weil sie keinen Sinn ergeben oder sehr seltsam gedacht sind. Aber überhaupt die Idee, auf die Idee zu kommen, ein Hörspiel zu inszenieren, damals. Ich meine, ich habe heute auch welche inszeniert und hier auf dem YouTube-Channel findet ihr auch Hörspiele von mir, die eine ganz andere Entwicklungsart haben, weil man durch den Computer eben halt Sounds kombinieren kann, Sprachen wie hier mit jetzt Mikrofon aufnehmen. Damals habe ich nicht diese Technik gehabt. Da hat man wirklich Double Tapes, nannte sich, Kassettenrekorder mit 2 Kassettenplayern. Haben wir mehrere gehabt, dann hast du auf dem einen die Kassette gehabt mit den Geräuschen, auf den anderen nochmal welche Geräusche und du hast dann live dazu gesprochen und eine Kassette lief in der Aufnahmemodus und hat es dann aufgenommen. Also es war ein interessantes Rumspielen und Experimentieren. Es war sehr lustig irgendwo. Ich werde es auch nie vergessen, was man da gemacht hat. Ich meine, das sind wohlgemerkt, wann war das? Zwischen 85 und 90. 1990, also ja, ich bin ein alter Sack, ich gebe es zu, aber darum geht es ja gar nicht, es ist der Spaß, der dabei bleibt irgendwo. Aber ich glaube, ich habe inzwischen genug geschwafelt. Das war's für den kleinen Podcast, mit dem, ja, wo ich selbst nur sinniert habe, über die drei Fragezeichen zu ihrem 40-jährigen Hörspieljubiläum. Ich danke euch erstmal fürs Zuhören. Und vergesst nicht, wenn euch dieser Podcast gefallen hat, hinterlasst ein Like, einen Kommentar, sagt irgendwas, damit ich mich freuen kann, dass es sich lohnt, überhaupt einen Podcast zu machen. Und schaut auch mal auf www.shortreview.de rauf und dort findet ihr auch sehr viele Reviews zu den drei Fragezeichen. So, das war's für heute. Tschüss, euer Sascha.